Dabei entdeckte ich noch, dass ich Calvin andere Klamotten geben konnte. Calvin, mein Bester. Nun, gehoben, stilvoll gekleidet, aber von der Intelligenz her noch immer lediglich peripher tangiert, nahm er seine Aufgaben dankend an und machte sich auf den Weg nach draußen. Calvin, da geht's nicht raus. Calvin, da... What? Spontan manifestierte sich in meiner psychophysischen Konstitution eine absolute Dominanz positiver Effekte für eine existente Individualität seiner Person. Ich war begeistert von Calvin, wollte ich sagen. Sorry. Dieses Outfit von ihm macht mich einfach irgendwie... Aber das macht was mit mir. So, warte, ich muss hier kurz ein paar Tabs schließen, dann geht's sofort weiter. So, ich, ein auf der Erde wandelnder Normalsterblicher und nicht im Besitz von Calvins Fähigkeiten, habe mir einen Durchgang mittels einer Tür verschafft und fing fröhlich an, auf Holz herumzuhacken. Nein, Calvin, dein Kopf ist sicher. Fürs Erste. Und Calvins übermenschliche Fähigkeiten nahmen kein Ende, denn ich durfte mit ansehen, wie er sich nicht den sonst üblichen einen Stamm schnappte, sondern sich ganze zwei auf seine Schulter schnallte. Hat mich mehr angetörnt, als ich es jemals zugeben werde.